Only Up. Ist das hier nicht? Es ist der billige Abklatsch für die PS5 vor ein paar Tagen rausgekommen. To the Sky. Unreal Engine, das klingt ja erstmal gut. Hello there. Oh, ich wollte noch ein bisschen anmoderieren, aber wir sind direkt in Game. Das ist wohl der Held. Der sieht ein bisschen sehr, sehr schmächtig aus, finde ich. Wie will er denn jetzt hier diesen Parcours hochklettern? Oh, Junge, der ist ja gebaut wie ein Blob. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Und die Unreal Engine ist wohl auch eher so von 1998, würde ich mal sagen. So, spring easy. Jetzt müssen wir noch wissen, kann er von alleine klettern? Ja, macht er! Oh Gott, was war das? Oh, oh, call an ambulance! Oh mein Gott, guckt seinen Knöchel an. Direkt Fuß gebrochen. Spiel vorbei. Wo will er noch hochklettern? Oh mein Gott. Viel Glück, ja, das werde ich wohl gebrauchen. Bin ich eigentlich ein Pizzabote? Ist das hier mein Moped? Ich bin so verwirrt. Es fängt direkt mit zwei Bananen und Indiana Jones Hüten an. Wenn die Level alle so aufgebaut sind, dann gute Nacht. Aber so weit, so easy. Ich sehe jetzt noch nicht, wo hier das Problem sein könnte, dieses Spiel nicht innerhalb von ein paar Minütchen durchgespielt zu haben. Are you serious? Uff, so ein richtig schön alter Commodore PC. Kann man hier noch, warte, ich klicke mal den Button hier. Subscribe. Es funktioniert. Geil. Schwebende Autos? Ein Waschbecken? Eine Uhr? Was ist das für ein Design? Gott, sind wir jetzt bei Harry Potter und dann in diese gruselige Villa. Oh, ich hab doch springen gedrückt. Wow, hörst du mal auf hier bitte. Das klepp ich jetzt schon durch die Auto. Oh Gott. Ey, wenn das in der Quali weitergeht, das wird eng. Uff, zum Glück hält er sich ja automatisch. Oh, das ist ein bisschen knifflig hier. Die Steuerung ist nämlich ganz schön klobig. Pizza, yes. Und nochmal. Also bis hierhin ist mal alles easy, aber diese Balken... Weil die Steuerung so klobig ist. Oh, warum muss ich jetzt auf Pizzen springen? Eigentlich liebe ich ja Pizzen, aber... Das schaffe ich doch niemals darüber mit der Steuerung. Oh Gott, das ist noch so weit. Na gut, nächste Pizza mit Pepperoni bitte. Doppelt Käse im Rand. Oh Gott sei Dank. Er schafft nicht einen Klimmzug. Guckt euch das an. Das bin ich, wenn ich versuche, im Fitnessstudio Klimmzüge zu machen. Halt die Oma fest. Da sollen wir... Guck mal, das dreht sich da oben sogar. Oh Gott, falls wir da jemals hinkommen, das wird asozial. Aber guckt euch bitte mal das hier an. Was soll das bitte darstellen? Gehört das auch zum Parcours oder ist es einfach nur sehr, sehr schlecht gemachter Hintergrund? Der Abschnitt ist bis jetzt so nervig. Du läufst einfach nur rum und kannst gar nicht richtig runterfallen. Und da schon... What the... Was ist das denn? Ist das eine Ziege? Eine schwebende Ziege? Jetzt wird's strange. Ich bin ein Schaf, du Opfer. Jetzt sind wir angekommen. Oh Gott, und du? Da ist ein Trampolin. Soll ich da drauf springen und dann auf die Ziege? Ich bin ein Schaf, du Opfer. Die Landung schaffe ich doch niemals. Ich glaube, ich muss ein bisschen Anlauf nehmen. Jit. Oh, das ist hoch. Ach so, hier oben geht's weiter. Ich dachte schon. Ich komme ja nicht mal auf den Rand hoch. Das ist so schlecht gemacht. Oh nein. Wir haben überhaupt kein Problem, das alles normal zu machen. Hier geht's rüber. Zack, zack, zack. Einfach drüber gelaufen. Ist das easy? Warum hält er sich diesmal nicht fest? Was soll denn der? Ja, ganz vorsichtig. Jetzt bloß nicht über den Rang springen. Oh. So, wo geht's? Ein Haufen Toiletten. Ist das jetzt dein Ernst? Oh Gott. Das schaffe ich doch niemals. Guck mal, wie klein die sind. Oh Gott. Okay, egal. Wir machen es jetzt Rambo-Modus. Wir laufen einfach rüber. Komm, schneller, 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 schneller. Nicht so schnell, jawohl. Frage Nummer 1. Auf welchen Drogen waren die Entwickler? Frage Nummer 2. Wo kriege ich die her? Weil jetzt muss ich über den ganzen Bauernhof hier laufen. Und guck mal, das sieht schon... Die Hühner sehen schon so scheiße aus. Ah, das sieht schon so wackelig alles aus. Oh nein, 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 nein. Halt die irgendwo fest, halt die irgendwo fest. Halt die doch bitte irgendwo fest. Wie soll man denn hier aufs Flugzeug hochkommen? Ich habe doch die Abkürzung da gesehen. Oh Gott, erstmal kriege ich hier einen epileptischen Anfall, Junge.
hört das mal auf zu shaken, bitte. So, und jetzt soll ich da irgendwie aufs Dach springen? Seid ihr wahnsinnig? Ich komme ja nicht mal in diesen Draht vor. Oh, doch, oder? Schafft ihr das?